Willkommen, liebe Freunde, bei Spirit Leben mit Stil. Noch einmal sprechen wir heute über die göttliche Vorsehung. Darunter verstehen wir die Fürsorge Gottes für jeden einzelnen Menschen. Und bei uns ist wieder Pfarrer Richard Kocher, vielen Zuschauern bekannt als Chef von Radio Horeb, einem großen katholischen Radiosender. Ganz herzlichen Dank, dass Sie wieder bei uns sind. Herzlichen Dank für die Einladung und grüß Gott an die Zuhörer und Zuschauer. Wir freuen uns, dass Sie wieder da sind, denn Sie haben ja ein Buch geschrieben über dieses Thema, haben sich ganz gründlich damit beschäftigt. Das Buch heißt Herausgeforderter Vorsehungsglaube. Und das ist ja auch eine Frage, die den Menschen herausfordert, diese Vorstellung, dass Gott sich wirklich um jeden einzelnen Menschen kümmert, Tag und Nacht. Wir haben schon eine Sendung zu diesem Thema gemacht, wo wir ein bisschen die Grundlagen gelegt haben und wo Sie begründet haben, warum die Kirche überhaupt diese Lehre vertritt, dass das in der Bibel grundgelegt ist. Und heute wollen wir einfach mal davon ausgehen, dass es eben so ist, dass Gott sich wirklich um jeden Menschen kümmert und der Frage nachgehen, was bedeutet denn das für unseren Alltag? Wie können wir mit dieser göttlichen Fürsorge leben und arbeiten? Jetzt gibt es ja Menschen, haben Sie sicher auch schon oft gehört, sind ja auch Gemeindepriester, die sagen, ja, also große Sachen bei großen Lebensentscheidungen, wenn etwas Wichtiges ansteht, wenn ich heiraten will oder einen neuen Beruf ergreifen oder so, ja, da rede ich schon mit Gott darüber, da bitte ich ihn, dass er da mitwirkt, aber mit so dem kleinen Alltagskram, ob ich einen Parkplatz finde, ob ich heute Nacht gut schlafe oder so, mit sowas kann ich doch Gott nicht belästigen. Ist das im Sinne des Erfinders? Ich persönlich glaube nicht. Es gibt Theologen, die sagen, man soll Gott nur in diesen großen Dingen angehen und es sei bei Geistesgrößen nicht der Fall gewesen, dass sie auch in den Kleinigkeiten Gott angehen würden. Ich halte das für fatal. Denn das Leben des Menschen spielt eben im Alltag. Und wie Sie es so konkret selber auch gesagt haben, ob ich jetzt einen Parkplatz bekomme, Sie werden lachen, als ich Kaplan war in Augsburg Stadtmitte, war das immer ein Elend. Und wenn ich irgendjemanden besuchen musste, dann konnte ich immer zwei, dreimal um den Häuserblock rumfahren. Ich habe einfach gebetet, lieber Gott, du weißt, meine Zeit ist begrenzt, bitte gib, dass ich einen Parkplatz finde. Ich habe immer, fast immer einen dann auch gefunden. Also das Leben ist konkret und hat mit Alltäglichkeiten zu tun. Und warum, bitteschön, wenn Gott allmächtig ist und alles kann, soll er sich dann nicht um diese Dinge auch kümmern? Also man muss schon aufpassen, dass man Gott nicht aus der Wirklichkeit des Lebens heraushält. Außerdem ist es nicht biblisch. Christus sagt, gib uns täglich das Brot im Vater unser. Und das Brot steht eben für Alltäglichkeiten, für das, was ich zum Leben brauche. Aber diese Vorstellung, die macht einem ja durchaus auch Beschwerden. Wenn ich jetzt denke, da ist Gott, der wirklich immer auf mich schaut und sich um mich bemüht, durchaus fürsorglich. Aber man will ja auch nicht immer so gern unter Beobachtung stehen. Wie gehen Sie denn damit um? Herr Rack, hinter dieser Aussage steckt irgendwie die Angst vor Gott im Letzten. So dieses Auge Gottes wie ein Sheriff, der alles beobachtet, dem nichts entgeht, der genau kontrolliert, so dieser Polizistengott, hat mit der Bibel eigentlich nichts zu tun. So die Vorstellung, Gott ist der Andere, der mir Fremde. Und das hat wiederum etwas schon mit der Ursünde des Menschen zu tun, der Angst hat vor Gott, der meint, ja, so ganz kann ich ihm nicht mich überlassen, wer weiß, was der mit mir anstellt, ob der mich durch den Fleischwolf dreht oder das und das mir zumutet. Und gerade darum geht es, dass ich diese Angst irgendwie vor Gott ablege und dieses Vertrauen habe, dass Gott das Beste will. Denen, die Gott lieben, gereicht alles zum Besten. Römer 8, 28, das ist der Kernsatz auch der Vorsehung. Und es kommt eben darauf an, sich wesentlich in die Hand des Herrn zu begeben und das Leben von ihm her gelingen zu lassen. Denen, die Gott lieben, gereicht alles zum Besten. Auch das Leid, das ja doch auch den auch großen Heiligen nicht erspart geblieben ist, trotz der Fürsorge Gottes oder vielleicht sogar deswegen? Ja, das Leid ist immer die Problematik schlechthin. Schauen Sie, wenn Sie die Geschichte vom verlorenen Sohn hernehmen, vom Vater und den beiden Söhnen, der hat halt erst dann Einsicht gezeigt, als er sie mal richtig dreckig ging. Als er erleben musste, Entschuldigung, wenn ich so drastisch ausdrücke, eine Sau ist mehr wert als ich. Denn er hat nichts von den Futterschoten bekommen. Warum? Es war Hungersnot. Und da musste man das Essen den Tieren geben, aber nicht den Menschen.
denn Tiere konnte man verkaufen und Geld bekommen dafür, aber nicht Menschen. Und als er erst einmal diese letzte Erniedrigung erlebt hat, da hat er die Kurve bekommen. Da hat er dann verglichen, zu Hause ging es mir besser. Und das war der erste Punkt der Umkehr. Und so ist es halt oft in unserem Leben. Wir brauchen oft solche Schicksalsschläge, bis wir dann aufbrechen und wieder auf das Eigentliche des Lebens stoßen. Das sagt man ja nicht umsonst, der muss erstmal die Hörner abstoßen. Ja, leidet da eigentlich Gott dann mit, wenn ich ihn mir als fürsorglichen Freund, Vater vorstelle und er sieht, da geht einer in die Irre, er kommt einfach nicht auf den richtigen Weg, er leidet deswegen schwer und ich darf ja eigentlich da gar nicht eingreifen. Ja, das ist jetzt natürlich nur in Anführungszeichen zu setzen, weil Gott in seiner Herrlichkeit vollkommen ist und insofern ja jetzt nicht das Leid in unserem Sinn kennt, aber wenn er wirklich ein Vater ist, ist er betreffbar für menschliches Leid. Und bleiben wir bei diesem Gleichnis. Als der Sohn das Geld vom Vater herausfordert, lässt ihn der Vater ziehen. Aber er hat ihn sicher mit zweideutigen Gefühlen ziehen lassen, weil er um die Unreife seines Sohnes wusste, aber er lässt ihm die Freiheit. Und Gott lässt auch uns die Freiheit. Und deshalb gibt es in Anführungszeichen sicher diesen Schmerz Gottes, wenn er sieht, dass ein Mensch seinen Weg einfach nicht findet. Wenn er das geht ja uns, den Vätern und den Müttern, genauso, die jetzt uns zuhören. Die sehen da, wie ihre Söhne und Töchter da den größten Murks anstellen und könnten ihnen den Weg weisen, aber die sind erwachsen, die müssen selber wissen, zumal wenn sie nicht offen sind für einen vernünftigen Rat. Und ich glaube, dass es in entsprechender Weise Gott mit uns geht. Nun haben wir darüber gesprochen, Gott soll man auch in die Alltäglichkeiten hineinlassen, aber es gibt nun auch Menschen, die sehen das gerade umgekehrt, die sagen, ja gut, die Alltäglichkeiten, ja, wenn ich was verloren habe, ja, ein guter Katholik, wenn er etwa einen Schlüssel verlegt hat, dann bittet er den heiligen Antonius, dass er nun wiederum Gott bittet, dass er ihm den Schlüssel wieder beschafft und so. Das traut man Gott ohne weiteres zu. Aber wenn es um etwas wirklich Schwieriges geht, wo man sich sagt, da kann eigentlich nur ein Wunder helfen, da traut man Gott nicht mehr zu, dass er eingreifen kann. Wie ist es denn mit den Wundern? Hat es sowas, man kennt es ja aus der Bibel, da gibt es viele Wundergeschichten, hat es das nur damals gegeben? Oder ist richtig, was Katja Epstein mal gesungen hat, Wunder gibt es immer wieder, auch heute? Ja, Gott handelt sicher in dieser Hinsicht nach dem Sparsamkeitsprinzip, weil er hat ja auch die Schöpfung mit seinen Gesetzen ins Dasein gesetzt. Und wird nicht immer wieder dann auch diese Gesetzmäßigkeiten durchbrechen, aber es gibt sie. Zum Beispiel die Wunder in Lourdes, über 60, die gehen durch 3 Ärztegremien hindurch. Dem letzten gehören 70 Ärzte an, die meisten sind Atheisten. Und das vernünftigerweise zu bezweifeln, hat eigentlich mit Wissenschaft nicht mehr zu tun. Das ist Aberglaube, das ist Unglaube. Und da gibt es ganz, in Anführungszeichen, verrückte Dinge, zum Beispiel das, Nervenbahnen atrophiert sind, zerstört sind, die gibt's nicht mehr. Zum Beispiel der Sehnerv des Auges und trotzdem kann jemand sehen. Also da gibt's ganz erstaunliche Dinge, wo man eigentlich sagen muss, das ist ein fortwährendes Wunder. Also es gibt Fälle, wo auch jeder Skeptiker eigentlich nichts mehr dagegen einwenden kann. Und vermutlich haben ja auch viele unserer Zuschauer auch solche Erfahrungen gemacht. Die meisten Wunder, da weiß man zwar selber, dass es eines ist, aber man kann es ja doch nicht wirklich beweisen und sagt es auch gar nicht weiter. Also rechnen können wir damit, sagt auch die Kirche, dass sich solche Wunder ereignen, aber verfügbar ist es natürlich nicht. Nun haben wir gesagt schon in der letzten Sendung, Gott greift da nicht nur so punktuell ein nach Ansicht der Kirche, sondern er hat einen Gesamtplan auch für mein Leben. Kann ich denn mit dem lieben Gott da auch in Verhandlungen treten? Also wenn ich jetzt sage, weil ich ganz einverstanden bin, ich sehe wohl, Gott will, dass ich eine bestimmte Sache mache, dass ich einen bestimmten Beruf ergreife, etwas ganz Bestimmtes tue. Ich habe aber eigene Ideen, möchte eigentlich lieber was anderes machen. Lässt er da eigentlich mit sich handeln? Sicher kann man mit Gott reden. Denken Sie an die Geschichte von Hiskia, der sterben sollte. Und dann dreht er sich mit dem Gesicht, der Prophet hat es ihm gesagt, bestell dein Haus, du musst sterben. Er dreht sich mit dem Gesicht zur Wand und sagt, ich habe dir doch immer treu gedient. Und der Prophet ist noch, kaum dass er aus der Tür gegangen ist,
wird er von Gott zurückgerufen und er fügt an der Lebenszeit dieses Königs hinzu. Und der Prophet antwortet im Auftrag Gottes: Ich habe auf dein Gebet und deine Tränen gehört. Gott nimmt die Freiheit des Menschen ernst und ist auch berührbar, ansprechbar für menschliche Not und geht auch auf den Menschen ein. Sie können das vielleicht vergleichen, wie wenn Sie sich Gott als einen genialen Tennisspieler vorstellen, der auch die schwierigsten Bälle retourniert, oder einen Schachspieler, der ein bestimmtes Ziel hat. Und dann gibt es verschiedene Wege auf diesem Ziel und Gott geht die Wege des Menschen mit. Aber wir sind natürlich gut beraten, wenn wir um die Erkenntnis dieses Willens Gottes bitten, weil, wie ich schon gesagt habe, er uns besser kennt als wir uns selber, er liebt uns mehr als wir uns, und sich dieser Fügung zu entziehen, ist eigentlich Torheit. Sie sagen, um die Erkenntnis bitten. Daran müssen wir ja anknüpfen. Wie kann man denn überhaupt erkennen? In der letzten Sendung haben Sie ja auch zitiert aus der Bibel: Meine Wege sind nicht eure Wege. Und so hoch der Himmel über der Erde ist, so weit sind meine Gedanken von euren entfernt, so sinngemäß. Und wie kann ich denn dann überhaupt erkennen in meinem Leben, was Gott jetzt von mir will? Es muss eine gewisse Erkenntnis des Willens Gottes geben, sonst kann ich nicht vernünftig von Vorsehung reden. Und ich kann auch nicht beten: Vater unser im Himmel, dein Wille geschehe, wenn der Wille Gottes nur jenseits der Wolken ist. Also das muss in gewisser Weise, muss es erkennbar sein, was will denn der Herr von mir? Da geht es natürlich um die Kunst der Unterscheidung der Geister. Was kommt von Gott, was kommt von mir oder was kommt sogar von den Mächten der Finsternis? Ein Punkt ist zum Beispiel, wenn mir etwas tiefe Freude bereitet, ein Gedanke, wenn der immer wieder kommt und da habe ich eine große, tiefe innere Freude und Ruhe, dann kann ich relativ sicher sein, das kommt von Gott. Oder wenn es nicht so stoßweise und wie bei Versuchungen immer mit so gewissem Druck auf mich zukommt, dann kann man auch erkennen, wenn das immer so mit einem Druck kommt, das ist nicht die Art Gottes, weil er sehr sanft, sehr ruhig handelt. Das heißt, ich muss mich auch in die Bedingung versetzen, dass ich das hören kann. Ich muss bereit sein, in die Stille zu gehen. Oder mit einem besudelten, befleckten Gewissen kann ich Gott nicht wahrnehmen. Ich brauche in gewisser Weise das reine Herz. Deshalb habe ich zum Beispiel, als ich mit der Berufung gerungen habe, oft das Bußsakrament empfangen, damit ich einfach das Empfängerorgan sozusagen, die Antenne, klar ist, damit ich klar erkenne, was Gott von mir will. Also immer hinhören. Mhm. Würden Sie raten, im Alltag dafür auch Platz freiräumen, dass man empfänglich ist? Es heißt ja auch immer, Gott kommt leise. Mhm. Da gibt es ja auch Stellen in der Bibel, die das illustrieren, mhm, dass man also wirklich auch sich dem öffnen muss und hinhören muss, damit man auch immer mit Gott, sagen wir mal, verbunden bleibt. Wissen Sie, alle Gottgebote im Alten Testament beginnen mit Shema Israel. Höre Israel. Ohren aufmachen. Höre Israel, der Herr, dein Gott ist ein einziger Gott. Hinhören. Und ich halte es etwas vom Fatalsten in unserer Zeit überhaupt, dass wir mittlerweile eine ganze Unterhaltungsindustrie haben, die nichts anderes macht, als die Menschen einzulullen und die uns eigentlich dieses innere Ruhen und Hinhören von Gott her nimmt. Und ich kann Ihnen sagen, Herr Rack, die wichtigsten Entscheidungen bei Radio Horeb, wo es wirklich um vieles gegangen ist, gehen wir auf Satellit, setzen wir auf Kabel, auf Mittelweihe oder sonst was. Welche Strategien schlagen wir ein? Die sind alle im Gebet vor Gott gefallen, im Ruhigsein, im Dasein vor ihm, im wirklich angestrengten Hinhören. Lieber Gott, was willst du? Ich gehe ja deinen Weg, aber lass es mich erkennen. Sie sprechen da den Trubel unserer Zeit an, dass man überall berieselt wird, beschallt wird, in Atem gehalten wird. Könnte das sein, dass man damit auch eine gewisse Grundangst verdrängen will? Es gibt ja viele Experten, die sagen, die Lebensangst ist eigentlich die Zeitkrankheit Nummer eins. Und könnte das daher kommen, aus unserem Thema, das wir heute diskutieren, dass eben viele Menschen nicht mehr dieses Urvertrauen haben, dieses Vertrauen in diesen fürsorgenden Gott und dann ja allem Elend, allen Gefahren im Grunde hilflos ausgesetzt sind? Ich bin auch Gemeindeseelsorger und habe auch mit kranken Menschen zu tun. Und ich stelle oft fest, dass es nicht die organische Erkrankung ist, welche die Leute fertig macht, sondern wenn sie jetzt mal ans Bett gefesselt sind und nichts mehr anderes tun können und haben es nie im Leben gelernt, mal ruhig zu sein,
einfach nur da zu sein, dann macht sie das restlos fertig. Und schauen Sie, das ist so, wie wenn Sie einen Brunnen haben und da werfen Sie permanent Steine hinein. Und Sie versuchen sich in diesem Wasser zu spiegeln, sich zu sehen. Sie können sich nicht sehen. Und das heißt, diese Menschen leben eigentlich in einer permanenten Entfremdung von sich selbst. Und das ist eine gewisse Tragik. Sie sind nicht in der Lage, einfach mal ruhig zu werden, sich selber wahrzunehmen und natürlich dann aus dieser Voraussetzung heraus zu fragen, was ist denn der Plan Gottes für mein Leben? Und das halte ich für ganz fatal. Ein nützlicher Hinweis, den wir mitnehmen können, viele Zuschauer sicher direkt in den Alltag übernehmen können, dass wir uns solche Freiräume schaffen, wo wir die Ruhe finden, hinzuhören auf das, was der fürsorgende Gott uns möglicherweise zu sagen hat. Ganz herzlichen Dank, dass Sie bei uns waren. Wir werden sicher bei einer weiteren Sendung das Thema noch vertiefen. Auch Ihnen, liebe Zuschauer, danke, dass Sie dabei geblieben sind, dass Sie mitgedacht haben. Und ich würde mich freuen, wenn Sie wieder einschalten bei Spirit Leben mit Stil. Wir haben aber jetzt gleich noch einiges für Sie vorbereitet. Einige Bilder vom Kongress Treffpunkt Weltkirche im Jahr 2004 in Augsburg. Nur ein paar Minuten, dass Sie einen Eindruck bekommen, ein Gefühl dafür bekommen. Denn es steht ja der nächste Kongress an vom 10. bis 12. März. Wieder in der Augsburger Kongresshalle. Ich lade Sie ganz herzlich dazu ein. Sie werden viele Persönlichkeiten da wiederfinden, die Sie auch in unseren Sendungen im letzten Jahr gesehen haben. Es gibt Impulse zum Leben als Christ und viele Informationen über die Lage der Kirche und der Menschen in anderen Teilen der Erde. Am Ende wird dann eine Tafel eingeblendet, wo steht, wo Sie das Programmheft bestellen können oder sich auch anmelden können und wo Sie auch zu dem Buch von Pfarrer Kocher geführt werden, Herausgeforderter Vorsehungsglaube, falls Sie sich noch mehr mit dem Thema der heutigen Sendung beschäftigen möchten. Ich freue mich, wenn Sie wieder dabei sind, wenn es heißt Spirit, Leben mit Stil. Wir müssen endlich uns Flagge zeigen. Wir müssen endlich Mut haben. Ich weiß, es wird da von christlichen Werten gesprochen. Ich will Ihnen ganz ehrlich sagen, das begeistert mich nicht. Denn man darf etwas nicht vergessen, wenn man die christlichen Werte auf das Niveau der Aufklärung und ähnlicher philosophischer Fehlstraßen führt, ist das nicht richtig. Wir müssen von Gott sprechen. Das ist ganz was anderes. Erstens, wir können da mehr Kräfte mobilisieren und zweitens, es ist die Wahrheit, denn Gott ist es ja und nicht irgendwelche Werte, die da entscheidend sind. Diese alle Werte sind in Gott. Und ich muss daher nur sagen, wir müssen da uns trauen, endlich das zu machen, was die anderen schon längst tun, nämlich die Wichtigkeit des Outing. Man muss sich endlich öffentlich bekennen. Schauen Sie, wie viele gute Christen haben wir, die sich nicht trauen zu sagen, die sich nicht trauen zu zeigen, die sich nicht trauen, eine Flagge zu zeigen, wenn es die Entscheidung wichtig ist. Es ist das unsere Aufgabe. Wir müssen von Gott sprechen und wir müssen auch tatsächlich Flagge zeigen, wenn es notwendig ist. Ich hatte oft gefragt, die Offiziere, die Polizisten, warum zerstören sie unsere Kirchen? Der Reihe nach. Was sind die Kirchen schuldig? Dann war die Antwort, wir wissen, dass für euch Katholiken die Kirchen das Herz der Gemeinschaft bedeuten. Wenn wir das Herz zerstören, dann werdet ihr auseinandergehen. Und das ist unser Ziel. Euch vertreiben, ihr müsst weg. Das ist ein Plan, das wir durchführen müssen. Wenn mir ein General, der Mithelfer von diesem gesuchten General Mladic, während des Krieges sagte, es war nicht vorgesehen, Herr Bischof, dass wir Sie bis jetzt da bleiben. Wie ist Ihnen gelungen, uns durchzuschauen? Wir können nicht mehr Pogrom über sie durchführen wegen der internationalen Aufmerksamkeit. Aber wir werden das auf die kapillaren Weise machen. Jede Nacht einige Bomben in jeder Straße auf die katholischen Häuser. Ihr müsst weg, Herr Bischof, ihr müsst weg. Aber warum, Herr General, was sind wir schuldig? Wir haben uns hier bemüht, keine Waffen zu nehmen in die Hände. Wir wollen gegen niemanden kämpfen. Wir wollen jedem Gutes tun im Sinne des Evangeliums. Ich weiß, Herr Bischof, dass ihr nicht schuldig seid, aber das ist die Aufgabe, welche wir durchführen müssen.
wenn trotzdem die Menschen geblieben sind nach den zerstörten Kirchen, weil die Priester geblieben sind, dann haben sie angefangen, die Priester zu töten. Ich sitze hier vor Ihnen allen als ein unwürdiger Vertreter der einzigen Diözese in ganz Europa und vielleicht auch in manchen anderen Teilen der Welt, welche in der letzten Dekade des letzten Jahrhunderts ein Fünftel der Priester als Märtyrer hat. Die sind getötet, nicht weil sie die Waffen in den Händen hatten, um die anderen zu bedrohen. Nur deswegen, weil sie das Evangelium im Herzen trugen und auf dem Munde tragen und in den Händen dieses Evangelium verwirklichen wollten. Indem sie die Menschen immer wieder zum Verzeihen und Gutes zu tun, auch den Feinden gegenüber. Und indem sie den Menschen, auch den Feinden, sogenannten Feinden, auch versucht haben, Gutes zu tun. Deswegen wurden sie liquidiert. Die Zukunft der Weltkirche ist in Gottes Hand und ist auch eine helle Zukunft. Und das Kreuz gehört dazu. Märtyrer haben wir genug. Heute mehr als im ersten Jahrhundert. Auf verschiedensten Arten und Weisen. Und ich bin jetzt ein Zeuge dafür, dass man Auferstehung noch feiern kann, lebendig. Weil ich sollte schon längst getötet sein. Denn die Killers waren bei mir. Die haben mich gesehen. In einer Sekunde sind sie tot. Wir sind geheuert, sie umzubringen. Und dann sehe ich Männer, die vor mir stehen, im Generalvikariatsresident, mit Waffe. Vorne, hinter mir. Waffe ist schon gezogen. Und was tue ich? Oh. Was warten Sie dann darauf? Schießen Sie los. Wissen Sie nicht, dass Christen keine Angst vor Tod haben? Wissen Sie nicht, dass wenn wir sterben, im Himmel kommen? Wenn Sie mich schießen, sterbe ich. Ich komme im Himmel und bete für Sie. Die Leute schauen mich an. Priester haben keine Angst vor dem Tod. Man hat sie geschickt, einen katholischen Priester umzubringen, und sie haben Geld genommen und sind gekommen. Schämen Sie sich nicht? Auf alle Fälle, ich nehme Sie mit in meine Kapelle, denn ich muss noch mein letztes Gebet sprechen. Und Sie segnen, dann können Sie mich schießen. Gewehr geht herunter, die Leute folgen mich in die Kapelle. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Es hat mal ein katholischer, kritischer Journalist Mutter Teresa gefragt, was muss sich in der Kirche ändern? Und da hat Mutter Teresa eine ganz tolle Antwort gegeben. Sie und ich. Es gibt Menschen, die leben überhaupt nicht mehr, die leben nur noch vorbeugend. Also, die leben von morgens bis abends nur noch vorbeugend. Körner morgens, auch hier im Hotel übrigens. Also, die leben von morgens bis abends nur noch vorbeugend und sterben dann gesund. Aber, meine Damen und Herren, hier muss ich als Arzt einmal sehr klar sagen, auch wer gesund stirbt, ist definitiv tot. Wir glauben als Christen nicht an das unendliche Leben. Wir glauben an das ewige Leben, das die Endlichkeit sprengt. Meine Damen und Herren, wenn ich Ihnen jetzt hier im Moment in diesem Saal, jedem Einzelnen von Ihnen, das genaue Datum seines Todes sagen könnte, jedem Einzelnen von Ihnen, dann bin ich sicher, dass viele schon morgen an das Leben werden, wenn Sie sich sagen, das ist ein unwiederholbarer Tag weniger auf der Rechnung.
Nun ist es aber so, dass wir alle sterben und dass der morgige Tag ein unwiederholbarer Tag weniger auf der Rechnung ist. Nichts können wir wiederholen. Wir leben heute auch als Christen manchmal in so einer Videomentalität, als könnte man alles wiederholen, auf Video aufzeichnen. Die sieht man ja dann doch nicht. Nichts können wir wiederholen. Diese Videomentalität ist Voraussetzung für fröhlichen Atheismus. Aber nichts können wir wirklich, der jetzige Moment hier im Saal ist niemals wiederholbar. Wir können uns hier nochmal treffen, aber dann ist der eine oder andere schon gestorben und jeder hat andere Lebenserfahrungen gemacht. Nichts können wir wiederholen. Wenn Sie heute einen Menschen nicht angelächelt haben, der es heute gebraucht hätte, können Sie das nie wieder gut machen. Sie können ihn morgen anlächeln, aber da hätte er es nicht gebraucht. Und das ist Voraussetzung für wirklich bewusstes Leben. Ich habe mit vielen Krebspatienten gesprochen, die mir gesagt haben, Herr Doktor, der Tag, an dem ich die Krebsdiagnose bekam, war ein schrecklicher Tag. Aber ich sage Ihnen noch eines. Seit diesem Tag lebe ich viel bewusster, farbiger und intensiver und ich ärgere mich so, dass ich das nicht schon vorher gemacht habe. Das heißt, wer den Tod verdrängt, wie viele Menschen heute, verpasst das Leben. Es gibt auch die Kultur des Todes in unserem Land. Es gibt Tragik, Schlimmes. Aber bei all der Tragik müssen wir immer die Logos Spermatikoi, wie Justin sie nannte, die Funken des Heiligen Geistes, auch aus unserer Zeit heraus lieben. Und dann spüren wir die Sehnsucht der Menschen nach dem, wofür man leben und sterben kann. Und die Antwort ist Jesus Christus. Und das müssen wir den Menschen auch sagen.